Hallo und willkommen zurück zu Alice Madness Returns. Und ich hätte fast gedacht, dass ich hier nochmal hinspielen muss, aber ist gar nicht so. Denn sie hat direkt hier wieder angefangen. Weil ich mir jetzt gar nicht... Ach, Mist. Dann muss ich nochmal kurz zurück. So. Ah, verdammt. Scheiße. Das fängt ja gut an. Oh, haut mich direkt hier raus. Das ist gut. Aber mit genauso viel Energie, das ist nicht so gut. So, weg mit euch. Oh, ihn hat's auch erwischt. Sehr gut. Schade, die betäubt anscheinend nur. Und macht die nicht auch beim zweiten Mal dann richtig kampfunfähig. So, du auch weg. Und dann mal bitte das alles noch. Jo. Ja. Nehme ich. Ach Mist, da habe ich zu spät reagiert. Wieso der aber auch noch nicht auf die Idee kam, mal sich hinten das zu schützen. Ach Mist, Mann. Wieso die auch immer so viel aushalten? Und der hat natürlich kein Herz für mich. Finde ich nicht gut, aber da habe ich was gesehen, wo wir uns aufladen können. Also ist das fast egal. Ach so. Ich dachte, wir müssen jetzt noch eine großartige Sprunganlage hinlegen. Aber scheinbar nicht. Yeah, und zwei Rosen. Dann ist es gar nicht mehr so viel zum Aufladen. Wop, wop. Oh, ich hätte Schluck auf. So. Ach so. Oh, okay. Ich dachte schon, ich fall wieder runter. Hallo, wechsel mal bitte. Ach, geht nicht, wenn ich klein bin. Finde ich ja doof. Okay. Irgendwie dachte ich, hier geht es trotzdem weiter. Aber irgendwie nicht. Ach, vielleicht muss ich mit den Dingern hier was machen. Bestimmt das Falsche. Obwohl, ne. Ne, wie komme ich denn da jetzt? Ach so. Ah, ach so. Scheiße. Ah, scheiße. Hä? So weit bin ich doch gar nicht runtergefallen eigentlich. Das ist die Frage. Ne, doch, ich muss dahin. Bin doch eigentlich nur hier runtergefallen, dachte ich. Naja. Kriegen wir schon irgendwie hin. Easy. Gar kein Problem. Hä? Scheiße, ich muss ja doch darüber erstmal. Geht das schneller? Nö. Nö. Achso, na gut, ich hätte vielleicht nicht unbedingt warten müssen. Verdammt. Hä? Das geht aber schnell. Schweinerei. Probier's doch jetzt einfach mal. Vielleicht reicht das schon.
Wir müssen halt erst auf die Seite, um den Hebel zu betätigen. Wer baut sowas, Mann? So, nur aber. Und dann kommt bestimmt wieder da. Der Scharfrichter. So. Und geht's wieder zu? Ja, natürlich. Oh, ein Thronsaal. Oh, eine Katze. Nur wenige finden den Weg. Manche merken es nicht, wenn sie es tun. Manche wollen einfach nicht. Hm. Ach, schon wieder so ein Rätsel. Da habe ich aber beim letzten Mal so verkackt. Hm. Schlecht. So geht's also nicht. Aber ich komme hier schon mal vorbei. So. Und jetzt zur Tour. Wieder zurück. Ah, das sieht gut aus. Oh, ich hätte gedacht, da kommt noch eins. Aber ich will mich nicht beschweren. Oh, hier ist aber dunkel. Aha. Oh, und hier ist wieder irgendwo eine Erinnerung. Oder ist das das Haus, was sie damit meinen? Ja, ansonsten ist ja hier nichts weiter. Also die Tür hier vielmehr. Lissy hasste verschlossene Räume. Ihr Zimmer war weiter vom Feuer entfernt als meins. Eine Rauchvergiftung also ausgeschlossen. Sie schloss ihre Tür nie ab. Außerdem kannte sie noch einen Weg nach draußen. Aus dem Fenster. Jemand hat Lissy betäubt oder getötet. Ihre Tür abgeschlossen, dann die Lampe mit nach unten genommen und zur Vertuschung das Feuer gelegt. Der Plan war, uns alle zu töten. Also, ich finde, die ist ein bisschen schnell drauf gekommen. Ich meine, bis jetzt hat es ja, oder am Anfang hat es immer so rumgehört, was ist passiert, was ist passiert. Kann natürlich an den Tabletten gelegen haben, die wir ja eigentlich immer noch holen sollen. Was wir ja nie gemacht haben bis jetzt. Wir gurken ja einfach nur irgendwie rum. Und scheinen uns langsam an Sachen zu erinnern. Und ja, da kommen halt wieder Dinge ans Tageslicht, die wir eigentlich gar nicht wissen können. Und wir haben schon jemanden gesehen da, der so aufs Haus geguckt hat. Also entweder bildet sich das noch alles ein oder es ist halt wirklich so passiert. Oder mir ging es alles noch raus. Achso, wollte gerade sagen, ich höre doch schon wieder was. Da ist doch was. Bing. Oh, wegen den paar Zehen. Also ich will mich da jetzt auch nicht beklagen, ich find's gut. Was ist das? Ein Herz, ein fliegendes Herz. Sehr seltsam das alles hier. Ach, wieder die Katze. Stelle dich dem, was dich ängstigt oder verletzt. Rücksichtslose oder beleidigende Rede darf nie akzeptiert werden. Hm? Nö, da gehe ich nochmal kurz hier runter. Sind zwar voll, aber hier gibt es ein paar Zähne, die will ich haben. Ich weiß nicht, was das mit den Zähnen zu tun hat.
So. Die Flasche holen wir uns noch. Ey, du Flasche. Komme ich jetzt hier einfach so wieder rüber? Oh. Das war ja gut getroffen. Gut, dass die Pfeile mir anzeigen, in welche Richtung ich muss. Totenkopf. Ja, wollte gerade sagen. Da kommt. Also eigentlich wollte ich sagen, da kommt dann bestimmt der Scharfrichter wieder. Aber, na ja gut. Die halt auch. Ach so, eine auch noch. Ah. Die sind doch. Das ist jetzt ein bisschen scheiße. Ja. Ich sollte mich erstmal um die Kleinen kümmern. So. Ach, Mann. Nein, jetzt komm, haut drauf. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich den goldenen hier, den goldenen, den roten, damit erwische. Sieht aber so aus. Ach, der hat sich regeneriert, kann das sein? Wie finde ich denn das? Na, oh, der geht mir auch tierisch auf die Ketten, ey. Vielleicht sollte ich. Oh, okay, so geht das auch. Okay. Ich wollte gerade sagen, vielleicht sollte ich mich erst um den einen kümmern. Und ja, dann halt um den anderen. Oh, eine Erinnerung. Essen spielt in deinen Träumen eine wichtige Rolle, Alice. Kuchen insbesondere. Hast vermutlich keinen Nachtisch verschmäht. Tee auch nicht, wenn es Kuchen dazu gab. Hm, weiß ich gar nicht. Ich meine, so viel Kuchen gibt's ja gar nicht. Tee, jede Menge. Wie komme ich denn da? Ach so, von hier vielleicht. Jetzt ist die Frage. Die große Frage. Gehe ich erstmal hier lang? Geht's hier lang? Nein, ich. Oh. Da sollen sie so einen Weg nicht hinmachen, wenn der unsichtbar ist. Also, wenn da eine unsichtbare Wand ist. Oder wenn es da halt nicht lang geht. Ach, scheiße. Scheiße. No, kann man nicht rauf. Schade. 400, ich glaube mit 400 können wir noch nichts machen, ne? Achso, die zwei sind schon voll, cool. Ne, 700. Da musste ich mal kurz scannen. Da brauchen wir noch fast das Doppelte. Aber nur fast. LT? Der, ne. Der hier. Hä, und? Was sehe ich jetzt hier? Den Irrgarten. Oder einen Irrgarten. Ich gehe mal erstmal hier hin zu dem Ding. Okay. Tolle Kamera. Oder Steuerung. Jetzt direkt den richtigen Weg genommen. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Und falls irgendjemand weiß, von Outer City, die neuerdings verändert sich der Pegel vom Mikrofon immer, das von dem, was ich eigentlich einstelle, dann, wenn ich mal kurz ein Stück zu laut bin, geht's runter und dann bin ich wieder zu leise und ich habe nicht das Gefühl, dass sich das wieder hochregelt. Das nervt mich ungemein und das war früher nicht so. Ich weiß nicht, ob das an irgendeinem anderen Programm vielleicht liegt oder an irgendwas anderem halt.
Kommt der her? Hier muss irgendwo. Also entweder waren das die zwei jetzt. Ich dachte, ich habe noch eine Nase gehört. Da scheint es nirgendwo hinzugehen. Räume also nicht lang. Hat. Ich habe nicht ein Wort verstanden, was sie da gesagt hat. Aber sie scheint nicht so ganz glücklich zu sein, dass wir jetzt auch hier sind. Oder wieder. Glaube ich auch. Erwischt sie. Hm. Erwischen meine ich. Da ist er wieder. Oder ein neuer. Weiß ich nicht so genau. Auch wieder abgestürzt. Oh Mann, ich hab doch. Ich hab da gedrückt. Schade, dass das nichts gegen ihn macht. Ist ja nun jetzt eigentlich auch keine so schwache Attacke. Ist er größer geworden? Dass ich den hier so schlecht treffe? Mäh. Jetzt dreh dich doch mal hier nicht so hin und her. Ist er wohl nicht. Jetzt stirb halt auch einfach mal. Keine Zeit für dich und dein Spirenzchen. Außerdem treffe ich dich ganz schlecht. Na, geht doch. Gibt's hier sonst noch was Schönes? Irgendwie nicht. Es wäre auch ein richtig cooler Irrgarten eigentlich, wenn er nicht so ausgetrocknet und oder abgestorben eigentlich schon ist. Ah, okay. Soweit bin ich doch hier noch. Also kam der von der anderen Richtung. Ich dachte jetzt nicht, dass ich schon so weit gelaufen bin. Oh, ein Kuchen. Iss mich. Haben wir wieder den Kuchen. Wie er da steht und guckt. Mies. So klein war er eigentlich ganz niedlich, wie er gerade so geguckt hat. So. Oh. Große Alice. Oh, jetzt haben wir aber die falsche Klamotte an. Wieder. Das fand ich immer sehr cool, aber wie es hier. Als große Alice weitergeht, sehen wir erst in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.